In diesem 20-Minuten-Video werde ich wieder unterhalten, also unterhalten mit die Mädchen, die schon wieder sitzen. Let's go! Hallo, herzlich willkommen bei Vielmehr QFS, so gehen Sachen, mein YouTube-Kanal. Ich heiße Gelassen Haltet also und willkommen auf meinem Film QRS zu gehen Sachen 16. Berlin. Willkommen für alle. Egal ob die Leute schon meinen Kanal kennen oder auch nicht. Ich werde heute 16. Berlin in 20 Minuten drehen, ja? Und dann auf YouTube hochladen und veröffentlichen. Also. Los geht's jetzt. Bevor ich starte, werde ich euch das ganz kurz zeigen auf mein Handy. Immer für die Beine. Oho! 18 Uhr. Ja, danke, ich krieg endlich Abonnenten. Danke, ich krieg doch Abonnenten. Jetzt habe ich. Ach. Ach, zu Abonnenten. Ja, Leute kommen und abonnieren meinen Kanal. Glaube ich. Ja. Oh, ich hoffe, ich kriege hoffentlich 100 Abonnenten oder 1000. Dann arbeiten möchtest, aber du weißt, du möchtest auch angesagte Kanäle, mit denen du zusammenarbeiten möchtest, aber du weißt nicht, wie es geht. Namens. Wie geht's? Freunde, jetzt kann ich los. Jetzt kann ich loslegen, wie ihr es gewünscht habt. So, guten Morgen erstmal. Hallöchen. Ariane, ich möchte, dass du auf Seite 64 aufschlägst. Alle Schüler schlagen bitte ihr Bücher auf Seite 64 und Platz 67. Halli! So.
Freunde, ich würde empfehlen, ich würde, ich glaube, ich habe die Bücher so, was ist denn, 63 minus 10. Spinne, oder? Ey, ihr drei! Ruhe da hinten! So müsst ihr drei euch auseinandersetzen. Wollt ihr das? Nein? Dann seid still. Ihr habt nämlich nicht zugehört. Was ist denn 63 minus 10? Denkt alle nach. Genau. So, ihr drei, noch einmal dann auseinander. Habt ihr mich verstanden? Ja, sehr gut, sehr gut. Ihr wisst schon, dass eure Eltern heute kommen. Was letzte Zeit passiert ist, werden eure Eltern diesmal herausfinden. Was ist denn 53 plus 100? Ja, was ist 153? Richtig. Ihr seid so loser. So. Hundertvierunddreißig plus 9 ist gleich 143. Was ist denn 14 plus 6? 19? Was für 19, du Holm? Ja, du Penner. Natürlich. Ich darf dich verraten. Okay, weißt du was? 14 plus 60, Herr Lehrer? Hä? Natürlich 20? Verloren. So, letzte Aufgabe. Was ist denn 13 plus 6? 8. Bist du dumm? Natürlich nicht, du Penner. 3? Nein, auch nicht. 15? Yes. So, jetzt kommen wir zu Englisch. Heute. So, Ariel, was heißt Apfel auf Englisch? Apple? Richtig. Marie, was heißt denn was? Was willst du? Was bedeutet Kind? Was bedeutet Kind auf Englisch? Kid, genau. Ihr drei frechen Jungs, ihr seid dran. Was heißt Hallo auf Englisch? Hallo? Puh! Falsch!
Ich sag nicht so gut. So. Jetzt sind wir schon durch. Es ist schon 13 Uhr, das heißt, wir müssen nach Hause, nach APT fahren. Und bis morgen. So, ihr drei seid bei mir, ne? Und B, so, und B. So. Hey, jetzt die drei! Ich halte es einfach nicht mehr aus. So, setzen Sie sich. So, was haben wir? Also bei Mathe muss ich schon sagen, die haben 3 plus geschafft. Also Mittelpunkt. Also es ist Mittel, also nicht gut, nicht schlecht, aber mittel gut. Drei haben leider bei Englisch 5 minus, es tut mir leid, kann nicht ändern. Was wollt es ihr? Warum habt ihr schlechte Note? Hä? Gut, habe ich Kind. Zu Hause warst du bisher klar. Okay, wir müssen los. Okay, tschüss. Hallöchen! Oh, guten Tag, Bruder. Bruder, setz dich. So, dein Sohn hat leider. Warte. 6 plus, muss ich leider so sagen. Wieso hat er 6 plus, hä? Was willst du mit diesem Hurensohn zu Hause machen? Warum Hurensohn? Weil ich jetzt sage. So, in Englisch hat er 1 plus. Also wirklich gut. 1 plus ist gut. Aber trotzdem wird sie. Was mache ich jetzt mit ihm zu Hause? Minus und 6. Bei Englisch sollte es, glaube ich, 6 Ergebnisse. In Englisch hatte das Ergebnis Notenzahl 6. Genau. Muss leider schon fahren. Okay, Bruder, ich muss mit meinem Sohn noch mal sprechen. Oh, hi, tschüss, Bruder, ja.
Auf jeden Fall, ja.
Und ich beende das Video. Gebt das Video Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal, damit ihr nicht mehr verpasst. Und so weiter. Ich würde sagen, ja, bis bald.